Pferde halten ihre Körpertemperatur durch Schwitzen konstant, genau wie Menschen. Aber im Verhältnis zu ihrer Körpermasse haben sie eine geringere Hautoberfläche, über die sie Wärme ableiten können, als wir. Daher ist das Abkühlen schwieriger für sie. Das bedeutet, dass intensive körperliche Anstrengung schnell zu Hitzestress führen kann. Deshalb ist es so ungemein wichtig, dass sich Ihr Pferd richtig abkühlen kann. Befolgen Sie also nach dem Training immer diese drei Schritte. Erstens, lassen Sie Ihr Pferd in leichtem Trab oder im Schritt zu Atem kommen. Tun Sie dies ohne Decke und vorzugsweise im Freien. Ja, auch im Winter. Zweitens, kühlen Sie Ihr Pferd mit Wasser ab, wenn es stark geschwitzt hat und bei heißem oder schwülem Wetter. Abspritzen oder Abschwemmen mit kaltem Wasser hilft, die Wärme aus dem Körper abzuleiten und die Kerntemperatur zu senken. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis sich Ihr Pferd abgekühlt hat. Falls erforderlich, mit dem Schweißmesser abziehen. Bei kalter Witterung können Sie ihm eine Schweißdecke auflegen. Drittens, Flüssigkeit und Mineralstoffe ergänzen, die Ihr Pferd durch das Schwitzen verloren hat. Flüssigkeit und die Mineralstoffe, denn sie sorgen für einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt, verhindern Muskelkrämpfe und fördern eine schnelle Erholung. Das gilt für alle Pferde, nicht nur für solche aus dem Spitzenpferdesport. Denken Sie daran, es geht nicht nur um Salz. Eine gute Elektrolytergänzung sollte Kalium, Natrium, Chlorid, Calcium, Magnesium und Phosphor enthalten. Achten Sie auch auf das Timing. Ihr Pferd kann Elektrolyte nicht speichern, daher muss es sie zum richtigen Zeitpunkt erhalten. Im Idealfall geschieht das innerhalb von 2 Stunden nach intensiver Bewegung und Schwitzen. Abschließend sollten Sie darauf achten, dass Ihr Pferd ausreichend Wasser trinkt. Wenn es keine Lust darauf hat, versuchen Sie, dem Wasser etwas Geschmack zu geben, zum Beispiel mit Apfelsaft. Eine weitere Möglichkeit ist, ihm feuchten Futterbrei zu geben, besonders an warmen oder kalten Tagen und vor oder nach einem Transport. Sie können auch ein Raufutter mit einem höheren Wassergehalt wählen, wie Gras oder Heulage. Möchten Sie beraten werden? Kontaktieren Sie Cavalor, Ihren Ernährungspartner.